Hallöchen, Simon Wright. Geht gleich los. Und danke für den Follow. Ein deutscher 150. Prima, dass ihr dabei seid. Ja, moin auch an den Rest, Tyanasi, Rabadak, schön, 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 dass ihr wieder zuschaut. Ja, nehmt euch mal eine Tasse Kaffee, geht gleich los. Hallo und moin moin Sternbürger. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sind die leider leicht angeschlagene Space Bear. Ja, und der Space Dirk auch noch an der Seite. Ja, irgendwie hat es uns doch wohl so ein bisschen erwischt, aber wir versuchen heute trotzdem so das Beste zu machen. Ja, ihr seht schon, Inside Star Citizen ist im Hintergrund offen. Vorab alle, die ja die letzten Tage vielleicht nicht im Spiel waren. Es gibt ein Launcher-Update 1.4.10. Bitte dran denken, das zu installieren, bevor ihr mit dem Spiel loslegt. Ja, wir werden gleich nochmal im Hintergrund hier Inside Star Citizen durchlaufen lassen, was so ein bisschen dazugehört. Ja, werden wir euch erklären. Wir haben den Monthly-Report so ein bisschen ja, übersetzt und ja, werden mal ein bisschen wiedergeben, was sich so im letzten
Monat getan hat. Und ja, da sehen wir natürlich schon wieder den nächsten Zuschauer. Miniator, Mahlzeit, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns. Jo, hi, Minjo, schön. Ja, und der nächste Follower, wunderbar. Aspyr PC, wunderbar. Schön, dass er uns hier alle folgt. Finden wir ganz große Klasse. Wir haben auch richtig Spaß dran, hier so ein bisschen zu streamen. Und ja, wollen das, wie gesagt, in Zukunft weitermachen. Ist ein bisschen mehr Einsteigerprogramm. Ja, hallo und schon wieder bei. Na, so schnell ging das. Ja gut, alles klar. Kannst du ja auch im VOD alles angucken. Kein Thema. Ich frage dich dann ab, was hier gesagt wurde. Ja, Spaß beiseite. Loslegen. Ja, tun wir, wie gesagt, im Hintergrund jetzt mit dem Video. Ja, Monthly Report. Genau. Infolge des explosiven Xeno-Threats-Events haben die Entwickler Aufgaben für die kommende Alpha 3.13 abgeschlossen. Sie haben Fortschritte gemacht bei den Inhalten, die in der Alpha 3.14 anstehen und sind in neue Welten vorgedrungen, die später im Jahr oder darüber hinaus herauskommen. Man darf gespannt sein. Ja, das hat man ja schon berichtet. Xeno-Threat war wohl sehr, sehr erfolgreich für CIG und da konnten sie eine Menge Daten rausholen. Ja, KI, ne, im Laufe des Februars arbeitete AI Content weiter am Verhalten des Ingenieurs, was dazu beitrug, weitere Verbesserungen zu identifizieren, ne, die dann auch auf andere Systeme ausgeweitet werden könnten, um noch komplexere Verhaltensweisen zu erreichen, ne, wie ja, zum Beispiel mit dem Barkeeper. Ja, der hier leider manchmal immer noch nicht ganz funktioniert. Ja, AI-Features nahmen Verbesserungen am Kommunikationssystem vor. Ne? Es wurde eine Auswahl von Kommunikationsvarianten aktiviert, was sie da wohl im Hintergrund programmiert hatten. Ne? Und dadurch ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten und auch Verbesserungen in der Patrouillentechnik. Ja, im Hintergrund ja, sehen wir ja das schöne Video hier von CIG. Da freue ich mich schon besonders drauf. Wir sehen natürlich da auch, wie ja, sowas natürlich entsprechend verändert werden kann in der Farbgebung oder in der Helligkeit. Ne, also da kann man den Jungs mal ein bisschen über die Schulter gucken. Ne? Wie manch einer ja gerne mal sagt, ja, ist doch mal eben schnell programmiert. Ja, da sieht man, was die Jungs da wirklich leisten. Ja. Ansonsten, AI-Tech hat EVA-Bewegung von Charakteren weiter bearbeitet, dass da auch ein 3D-Pathfinding stattfindet, was schon vorher bei Raumschiffen ja implementiert war, haben sie darüber dann eben ja weiterverwendet, damit diese sich in der Schwerelosigkeit ja eben entsprechend bewegen können. Genau. Dann widmen wir uns jetzt dem Thema Animation. Das Animationsteam begann den Monat mit Motion-Capture-Aufnahmen für verschiedene Gebrauchsgegenstände, zum Beispiel Verkaufsautomaten, dass man die halt benutzen kann. Außerdem setzten sie die Gesichtsanimation für verschiedene Missionsgeber fort und planten, was für die Erforschung von Kreaturen benötigt wurde. Ja, man sieht schon, eine Menge hat sich getan. Ja, auch Charakterart. Ist eine Menge passiert, Fertigstellung, neue Assets, Raffineriedecks, ja, und wobei Großteil derzeit in den Händen, ja, der Entwickler auch zum Testen ist, was nachher für die Alpha 3.1.4 reinkommen wird. Und da bin ich mal gespannt, was sich da ändern wird. Ja, dann Outfits für Krankenhäuser, die sind in der Modellierungsphase. Gut, da sehen wir natürlich noch nichts von, aber ich denke mal, das werden wir dann alles nach und nach noch zu Gesicht bekommen. Modellierung Horizon Assets, ja, ist auch fest abgeschlossen. Ja, da freuen wir uns natürlich besonders drauf und ja, das ist an das Skinning-Team übergeben worden. Ja, dann sind noch irgendwie Rüstungssets entwickelt worden und geplant für die zweite Jahreshälfte, sowie mehrere Rucksäcke eben für die 3.1.4.
Ja, ansonsten Umgebung, das, was wir alles so sehen, Location Art Teams hat sich auch ein bisschen was getan in der Grafik. Auch hier für Undock-Arme, was wir da schon gesehen haben in den Videos, war wirklich ganz tolle Sache. Da freue ich mich besonders drauf, dann auch mal in Ruhe mit größeren Raumschiffen da anlanden zu können. Ja, ansonsten Kolonialismus, Außenposten hat man ja auch schon berichtet, ist da auch in der Arbeit und da lassen wir uns mal überraschen. Ja, ansonsten unser Tonk, auf den wir ja auch alle schön warten, wird es auch Weiterentwicklung geben und da sind sie schon mal einen Riesenschritt voran. Genauso einiges mit den ferngesteuerten Turmsitzen haben sie auch ein paar Veränderungen jetzt und Erweiterungen wohl, was dann auch in die Bombenauslösemechanik der A2 kommt. Ja, ja, Graybox, das läuft alles im Moment noch durch die Graybox. Also da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ja, im Hintergrund sehen wir jetzt gerade, was sich bei Mining noch tun wird. Da wird es also richtige Module für geben. Da sind sie auch dabei. Na, da bin ich mal gespannt. Dann haben wir diese normalen Consumables, die wir bis jetzt hatten. Also diese Verbrauchsgüter sind dann erstmal zweitrangig. Diese Module, die man hier verwendet, was wir hier im Video gleich auch sehen. Ja, die Preise sind gesalzen, aber dafür kann man sie immer benutzen und nicht nur einmalig wie diese Verbrauchsgüter. Ja, ansonsten, ja. Zum Mansory Report, das Waffenteam hat auch mehrere Aufgaben abgeschlossen. Wir hatten ja auch einige Waffen gesehen, ja, die man irgendwo festmachen kann. Hier die Gatling und das sah ja schon ganz heiß aus. Da bin ich mal gespannt, wenn man dann auch seine Bereiche entsprechend mit so einer Gatling absichern kann. Ja, weiß nicht, wer das Video jetzt eben intensiv verfolgt hat. Es spannend werden auf jeden Fall diese neuen Höhlen werden, mit denen in die man mit einem Raumschiff rein manövrieren kann. Also da freue ich mich schon total drauf. Das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend. So, das Community-Team hielt das erste AMA des Jahres ab und lud das Vehicle Experience-Team ein, die wichtigsten Fragen der Community zu beantworten. Zu den Themen gehören Schiffsbalancen, Tuning, Kondensatoren und Schiffsrollen im Kampf. Ja, das haben ja sicherlich einige auch gesehen und da bin ich mal gespannt, wie gesagt, wie das da weitergeht. Wie gesagt, Fahrzeugbewegung und sowas, das soll ja noch mal alles ein bisschen anders werden oder besser werden. Finde ich auch ganz gut, weil das sieht noch nicht so rund aus, finde ich zumindest. Ja, ansonsten im Februar hat das Physics-Team erste Stufe Geometrieinstanzierung, die zweite von insgesamt dreien beendet. Und ja, es kommen weitere Module in dieser Methode der Neuberechnung von Massenverteilungen bei Starrkörpern. Ja, was natürlich dann auch eben entsprechend bei Radfahrzeugen, also was da also entsprechend mit reinspielt in das vorherige Thema natürlich gelangt. Ja, ansonsten wird es neue Charaktere und neue Waffen geben. Wir hatten ja eben schon berichtet. Und im Gameplay ja, bereiten sich also die Teams entsprechend vor, um ja kritische Bugs noch zu beheben. Ich hoffe ja wohl auch, dass mal so einige Sachen behoben werden. Ja, wenn wir so ein bisschen unterwegs sind und irgendwo festhängen, dass die da entsprechend, wie sagt man, die Fehler auch erkennen und entsprechend verbessern, müssen wir mal gucken, wie das dann umgesetzt wird. Ich bin da, naja, bester Hoffnung, sagen wir es mal so. Auch das System, wir hatten ja den Anfangs- oder den Eingangs, na, wie sagt man, oh Gott, das ist ein Tag, die Eingangsmission, so hat man ja gezeigt, wie das mit den Missionen geht. Und ja, da hängt manch einer leider auch so ein bisschen fest und dass sowas mal entsprechend weiterentwickelt wird. Ja, ansonsten kommen hoffentlich viele, viele neue Funktionen dazu. Wie gesagt, mit den Crime Stats, da wird sich auch noch mal eine Menge ändern. Eben hatte ich ja mit einem ja, Kontakt
im Vers, der hat sich leider auch ein Crime Stat zugezogen. Ja, und jetzt ist eben die Frage, ja, wie kriegt man sowas weg? Und es wird da also wirklich, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten geben, dann so ein Crime Stat zu bekommen, beziehungsweise dann auch wieder, ja, wegzubekommen. Da mal gucken, muss auch noch ein bisschen was geändert werden. Weil, wie gesagt, einige Sachen finde ich da auch so ein bisschen übertrieben, dass man da gleich so entsprechend nur ein Crime Stat kriegt und das soll es dann gewesen sein. Ja, im Hintergrund, ihr seht, das Video ist zu Ende. Wie gesagt, schöne Grafiken, die CIG uns da wieder vor die Augen hält. Und wie gesagt, auch das Mining, da freue ich mich besonders drauf, endlich mal die Entfernung zu sehen, wie weit man doch von so einem Stein entfernt ist und ja, nicht da letztendlich sich da immer hin und her tingeln muss in der Außenansicht. Ich hoffe, dass das gleiche System oder in gleicher Art und Weise ja noch Einzug findet und zwar beim Landen, damit wir immer noch wissen, ja, wie weit wir entsprechend von der jeweiligen Plattform. Ja, ansonsten Beleuchtung wird sich auch noch mal ein bisschen was ändern. Da haben sie auch weiter dran gearbeitet. Die haben wohl auch für Pyro viele, viele Änderungen vor. Smesquitch. Hi, grüß dich. Schön, dass du uns hier gefunden hast. Wir machen hier leichtes Programm, ja, für Einsteiger. Sind so ein bisschen dabei zu erklären, ja, was sich im letzten Monat getan hat und was CIG wieder Schönes zu berichten hat. Und man sieht natürlich mal wieder meine Frau ohne Helm. Bitte denkt dran, ne? Der Helm ist leider nicht immer equipped. Geht einfach mal in euren Equipment Manager, equippt das Ganze und gut ist gewesen. Ja, wir machen heute noch mal ein bisschen hier Eingangsquest als solches. Wir werden heute noch mal ein bisschen dabei gehen und hier unsere Reputation langsam erhöhen. Mal gucken, da werden wir heute mal mit der Hornet noch mal ausfliegen. Da kann sich meine Frau nämlich auch oben in den Turm reinsetzen. Und dann machen wir das nämlich heute mal ein bisschen gemütlich. Ihr hört es schon, meine Frau ist heute nicht so viel am Reden und unsere Stimmen lassen so ein bisschen nach. Irgendwie haben wir uns wohl eine kleine, hoffentlich nur Erkältung weggeholt. Ne, zu Corona-Zeiten denkt dran, ne? Bleibt alle schön gesund, haltet euch fern. Das ist die F7CM, ist das. Die hat oben noch so einen Turm drauf, da, oder so ein Turret. Da kann sich sogar noch jemand dann eben reinsetzen. Und ja, da meine Frau ja gerne und ich hier so Schiffe lieben, wo man mal gemeinsam auch was unternehmen kann, ohne gleich mit zwei Schiffen rauszufliegen. Ja, wäre das natürlich oder ist das natürlich eins unserer Mitlieblingsschiffe. So, Hangar 02, das ist auch sehr schön gemacht von CIG, dass man dann eben auch sehen kann, wo das entsprechende Schiff ist. Das hat man ja früher leider nicht, diese Funktion. Wie gesagt, ich erzähle es immer wieder gerne. Ja, man hat das Schiff gerufen und hat sich schön im Teamspeak unterhalten. Tja, und dann stand man im Fahrstuhl und hat überlegt, Scheiße, wo steht dein Schiff? Ja, das war natürlich dann immer sehr, sehr lustig und man durfte manchmal wieder entweder zurückfahren und gucken, wenn es angezeigt wurde, oder man hat natürlich entsprechend die Hangar-Seiten abgesucht, um dann auch irgendwann ja sein Schiff zu finden. Da hat CIG Gott sei es gedankt
mitgearbeitet. Ja, und wie gesagt, hier seht ihr die F7CM, die Super Hornet. Schöne, schöne Schiffchen. Früher hatte ich mal die Wildfire, die war auch sehr schön. Aber die gefiel mir dann hier so ein bisschen besser. Und dann wurde mal eben kurz wieder Geld in die Hand genommen und das Schiffchen hier entsprechend gekauft. So, dann rufen wir doch schon mal gleich auf. Ja, ihr kennt das ja, wie gesagt, mit R das Raumschiff entsprechend starten und über einen Comlink, ne, könnt ihr dann entsprechend über Friends die Station rufen, wo ihr seid. Und wenn das Hailing kommt, könnt ihr das Fenster schon wieder machen. Und dann kriegt ihr entsprechend die Nachricht, dass ihr startklar seid. Die Hangartore gehen auf. Ne, wie gesagt, mit der Space-Taste fliegt ihr. Das strafet ihr etwas nach oben. Und dann mit N, ihr habt es gerade gehört, Landing Gear Raised, wird entsprechend das Fahrwerk wieder eingefahren, N wie Nordpol. Und das Schiff scheint ein bisschen verbuggt zu sein. Aber gut, wir versuchen unser Glück trotzdem, weil ich kann die Waffensysteme nicht umstellen. So, dann wollen wir mal gucken, wo die bösen Buben sich mal wieder verstecken hier. Ah, Bettina sagte auch schon, dass er leichte Probleme hat, ihren Avatar zu bewegen. Ich hoffe, der Server ist einigermaßen stabil. Ja, über F2, wie gesagt, denkt dran, könnt ihr hier entsprechend eure Route dann planen, die Map aufrufen, Doppelklick rechte Maustaste, um eben den kompletten Bildschirm mit eurer kompletten Map zu haben. Ja, und wir sehen, Rendezvous Beacon ist ein bisschen weiter weg, mit der linken Maustaste angeklickt und auf Set Route. Und ja, es funktioniert natürlich mal wieder nicht. Das kann verschiedene Gründe haben. Manchmal, ja, dass keine direkte Route zu setzen ist. Darum gucken wir jetzt mal. Dann fliegen wir jetzt mal einfach über Hörsten L5. Machen da eine kleine Zwischenlandung. Werden dann da auch nochmal zwischentanken. Und dann von da aus die Route fortsetzen. Ja, da haben wir dann schon mal so einen ganz, ganz kleinen Vorgeschmack, wie das später werden wird. Wenn wir mal dann einmal quer durchs Vers fliegen und alle Sternensysteme vorhanden sind. Wir hatten das euch damals gezeigt. Wie gesagt, wer am Anfang nicht dabei war, kann sich auch gerne das nochmal entsprechend angucken. Genau, Bettina macht mal schön was in der Außenansicht. Wo die gesamten Sternensysteme zu sehen sind und wer sich das anguckt, ja, kriegt dann ein Gefühl dafür, was uns später erwarten wird. Ja, für diejenigen, die immer wieder neu hier reinkommen oder eben auch neu in das Spiel kommen, ich rufe gerne mal den Befehl auf. Wie gesagt, mit Ausrufezeichen TS könnt ihr immer unsere TS-Daten hier abrufen. Kommt da einfach rein. Sind immer freundliche Piloten anwesend oder Mitglieder der Orga. Gäste sind jederzeit willkommen. Stellt eure Fragen, wenn ihr Fragen habt. Und wir beantworten euch die soweit, wie es nur geht. Denn die Komplexität dieses Spiels ist ja schon der Hammer. Wie gesagt, alleine mit so einem Raumschiff hier durch die Gegend zu fliegen, zu navigieren und ja, hat MFD und alles zu beobachten. Also ja, das MFD
sind die Multifunktionsdisplay. Ich gucke jetzt hier mal so ein bisschen nach unten. Das sind die vier Displays zum Beispiel, die man hier sieht, die man entsprechend einstellen kann, wo man die Waffensysteme übertakten kann und so weiter und so fort. Wie das funktioniert, ja, da gucken wir in Ruhe dann auch nochmal rein. Das wird in unserer Reihenfolge hier so nach und nach fortgeführt. Wer hier die alten Videos in dem Sinne ja nicht mehr sehen kann, ist kein Problem auf YouTube, unser YouTube-Kanal. Da werden diese Sachen dann jeweils immer wieder hochgeladen. Und ihr könnt euch die gerne da nochmal im Nachhinein angucken. Ja, und ansonsten, wer mal hier im Stream mitmachen möchte, kann sich gerne melden. Wir machen auch gerne mal Streams mit anderen Leuten hier. Wir hatten ja jetzt schon einen Stream mit der Staffel Vanadium, hier eine unserer Profitstaffeln. Ja, der letzte war mit der Staffel Berylith, der Abend. Da sind natürlich auch Gäste immer willkommen und können da gerne mitmachen. Und hier kriegen wir schon Party-Invite von Forax187, wer auch immer das ist. Da gucken wir doch erstmal nach, um wen es sich da handelt. Hallo Blackburn, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns. So, wir wären dann angekommen, Herr Pilot. Es kann weitergehen. Ja, so mag ich das, so mag ich das. Ja, auch mit dem Nebel hier gemacht. Also ganz große Klasse. Ja, Blackburn, ich begrüße dich natürlich hier auch bei uns im Stream. Hi, hi. Wie gesagt, dieses Spiel, man kann immer gerne mal meckern, aber das gefällt mir immer besser. Was absolut faszinierend ist, dass die Möglichkeiten in diesem Spiel wirklich unbegrenzt sind. Es gibt immer mehr Sachen, die man machen kann. Und die Grafik, habe ich schon, glaube ich, 100-mal gesagt, ich sage es wieder, die ist einfach faszinierend. Es macht einfach Spaß, einfach nur durchs Wurst zu fliegen und sich die Oberflächen der Planeten anzugucken, sich die Liebe zum Detail anzugucken. Das ist das, was für mich persönlich das ganze Spiel auch ausmacht. Ja, man muss nicht immer in Wildwest-Manier hier durchs Spiel ballern. Man kann auch das Spiel mal genießen. Klar suchen wir natürlich dann auch ab und zu mal die Möglichkeit, ein bisschen zu schießen, mal ein bisschen zu kämpfen. PvP, PvE ist nicht das Problem. Können wir gerne machen. Da sind wir natürlich nicht die Meister drin, aber gut, das muss man auch nicht. Wie gesagt, wir sind lieber unterwegs und meinern ein bisschen in der Gemeinschaft. Macht das richtig Spaß. Und ja, hier, wenn man den Geleitschutz hat, ist das natürlich genial. Da hat man dann meistens seine Ruhe vor den bösen, bösen Buben, die da sich ja überall rumtreiben. So, und dann tanken wir mal kurz unser Schiff und reparieren es. Wie gesagt, Degradation wird sich auch noch eine Menge tun. Also das heißt, das Schiff wird immer mehr Beschädigungen haben. Und diese Beschädigungen in dem Sinne, ja, werden immer mehr ins Spiel kommen. Die Hülle wird dreckig, wird abgeschliffen und ich hoffe, irgendwann gibt es auch nochmal eine Waschanlage, weil da bin ich immer sehr, sehr penibel, zumindest mit unseren Autos hier. Und so sehe ich das auch so ein bisschen mit den Schiffen.
dass die natürlich entsprechend sauber sind. Ne? Kleine Waschanlage wäre schon mal ganz schön, das einzubinden. Wenn schon Klo auf der Dusche. Wir kommen immer noch nicht zum Rendezvous bieten. Na wunderbar. Das wird ja wieder richtig gut hier. Dann werden wir erstmal Jela versuchen anzuspringen, welches auch nicht funktioniert. Wie gesagt, lasst euch von sowas nicht entmutigen. Guckt immer zu, dass ihr dann irgendeine andere Route vielleicht setzen könnt. Und ihr seht, Crusader L1 können wir setzen. Dann versucht man eben eine andere Route zu finden. Das ist manchmal leider etwas verbuggt hier. Naja, zumindest wird es ja dann auch irgendwann mal ein paar Busfahrer geben, ne, die dann Luxusreisen von einer Seite des Universums zur anderen Seite uns anbieten. Schöne, na, 890 Jump. Wenn meine Frau und ich dann gemütlich dort im Pool sitzen, ne, und ein schönes Schmolz sich reinziehen. Genau, mit einem schönen Gläschen Shampoos im Pool, na prima. Genau, und sich dann von Planet zu Planet schippern lassen. Genau. Welche nette Vorstellung. Ja, Blackburn, ich hoffe, du hast eine 890, ne? Dass du mich dann standesgemäß hier durch die Gegend juckeln kannst. Nee, uns. Nicht nur dich. Uns, genau, uns. Ja, schön ist auch, wie gesagt, mittlerweile die Sache, dass man sich in-game mal das eine oder andere Schiff kaufen kann. Ja, wie gesagt, ansonsten, wenn mal jemand ein Schiff testen möchte oder sonst irgendwas, im Teamspeak einfach mal fragen, wer so ein Schiff hat. Und dann kann man auf die Reise gehen. Ihr habt keine besonderen Voraussetzungen, um hier bei uns mitzumachen. Ne? Egal ob Aurora, Hammerhead oder Merchantman, das ist uns egal. Ja, oder das Planschbecken hinten auf der Nomad. Genau. Da sitze ich dann drin mit einem kleinen Quietscheentchen, ne? Ja, und Blackburn. Okay, Sponsoren, wir wissen ja, in welchem Bereich du aktiv bist. Ich denke mal, ne, da sollte das ja mal schnell zusammen gegrindet sein. Hoffe ich. Ne? Sind ja alles Profit-Profis, so ist das ja nicht. Ja, Monthly Report, nochmal kurz da zurück, ja, da sind noch verschiedene Events in Planung, die ersten Requisiten sind für Horizon schon fertig, ja, wie gesagt, da freue ich mich schon am meisten drauf. Ja, wird noch ein paar andere Sachen geben, die wohl ja für die Evocati-Tests vorbereitet sind. Ja, darunter eben auch das Andocken Schiff zu Schiff oder eben neue Erntegüter, Medpens und ja, Force Reactions hat sich auch noch mal ein bisschen was geändert. Ja, VoIP und VoIP wird wohl auch noch entsprechend verbessert. Da haben sie jetzt ein Logging-System wohl mit implementiert. Das heißt, da können sie wohl Fehler schneller finden und feststellen. Und das Ganze ist wohl auch ein Meilenstein wichtig fürs Server-Meshing-Projekt. Und da, wenn das rauskommt, ich denke mal, wird dieses Spiel richtig explodieren. Ja, ansonsten, ja, ich sehe schon gerade Blackburn, ja, kannst du die Kartellbank mal fragen, ne? Eine ganz kleine Hilfe kriegst du, ne? Das ist kein Problem, ne? Unsere Bank hat ja immer mal ein paar Credits über.
Also, erstmal Hallöchen, Blood Moon Industries, und danke für den Follow, Joseph. Vielen, vielen Dank, wir freuen uns. Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Stream. Ja, ich möchte noch mal einen kleinen Schritt einmal kurz nach oben gehen für Blood Moon Industries. Nein, ich weiß nichts. Das war einfach nur so, um mal darzustellen. Ja, so eine Merchant Man ist ja schön, so ein Schiff zu besitzen. Alleine fliegen, ja, wird man nicht dafür oder dazu in der Lage sein. Und wir können immer noch keine Route planen. Lieber Chris Roberts. Hast du da wieder gemacht? Ach, gut. So, dann machen wir Untrack und dann tracken wir die gleich nochmal. Ja, gerne, Josef. Kein Problem. Wie gesagt, wenn mal irgendwie Lust und Laune von irgendwem sein sollte, bei uns hier mal mitzumachen, meldet euch hier im Teamspeak bei uns an. Dann gucken wir mal, wie gesagt, wie wir das Ganze einbinden können. Wir machen hier so ein bisschen leichtes Programm, erklären immer mal so ein bisschen zum Spiel und zu den Entwicklungen. So, dann versuchen wir doch mal erstmal nach Dema zu fliegen und von da aus dann irgendwie, ach, da kommen wir ja eh nur über Crusader hin. Dann fliegen wir erstmal Richtung Crusader und angeln uns so langsam aber sicher mal an den Punkt ran, wo wir eigentlich hin müssen. Ja, das ist manchmal ein bisschen ärgerlich, aber wie gesagt, hier und da gibt es dann immer mal so ein paar kleine Tricks und Kniffe, wie man dem Ganzen dann mal begegnen kann, um trotzdem sich im Spiel weiter zu hangeln. So, erstmal die Heizung klein, ein Stück runtergedreht. Die beiden Rechner bringen wieder genügend Hitze hier, um, ich glaube, das halbe Haus zu heizen. Ja. Da ist er wieder, unser treuster Zuschauer. Hallo Zucchini 98. Na, dann lasse mal schlafen, die Kleine. Und schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns. Ja, macht bestimmt ein kleines Mittagsschläfchen, mal so ein kleines Mittagsheierchen. Ne? Ja, in dem Alter, ne? Vor allem sie ist Moderator, der Moderator pennt. Ja, das ist ja, natürlich ja, auch ja, schon wieder ganz, ganz schlimm. Oh, jetzt moderiert hier keiner. Oh nein. Chaos. Ja, Josef, ich lese gerade, du bist nach einer Suche nach einer Organisation. Ja, wir sind im Kartell unterwegs, also meine Frau und ich. Hört sich vielleicht böse an, das Kartell. Wir sind nicht böse, wir sind eine recht oder sehr freundliche Organisation. Immer hilfsbereit, wenn du uns kennenlernen möchtest. Wie gesagt, komm ins Teamspeak rein und lerne uns kennen. Und dann wirst du merken, wie schnell du hier Hilfe findest. Und mit den Leuten in Kontakt kommst, je nachdem, was du später im Spiel machen möchtest. Unsere Organisation, ja, bietet alles, was Star Citizen zu bieten hat. Raumüberlegenheit, Forschung, Profit, Search and Rescue, SAR, Marines, egal in welcher Art und Weise auch immer oder in welcher Form, ja, ist alles vorhanden. Und ja, eben so ein kleines Zahnrädchen. Ja, wir sind alle irgendwo so kleine Zahnrädchen, ne? Ohne den Einzelnen geht's nicht. Wie gesagt, wir haben hier ansonsten nämlich auch noch ein kleines Rangsystem. Aber auch dieses Rangsystem bedeutet nun nicht, wenn da ja, so ein Admiral oder Commander in den Teamspeak-Kanal kommt, dass alle still zu sein haben oder sonst was. Sondern eben, ja, dass man sich auch ganz normal mit den Leuten unterhält. Und wie gesagt, der eine funktioniert nicht ohne den anderen. Und ja, wenn du mal möchtest, guck einfach rein. Wie gesagt, hier einfach Ausrufezeichen TS eingeben oder unten stehen die Daten überall. Dann kannst du hier gerne mal aufs TS kommen. Dann unternehmen wir was miteinander. Und flattern gerne mal durch die Gegend.
Ja, ihr seht, ich habe hier noch im Pending von Vorax den Party-Invite, den lehne ich mal ab, weil mein Holländisch begrenzt sich auf Godverdamme und ja, das ist nicht gerade freundlich, das heißt sozusagen Gottverdammt. Und daher erspare ich mir das Ganze. Ja, manch einer hat mich ja vielleicht auch im Ingame-Chat schon gesehen. Ich schreibe da meistens Deutsch. Es gibt keinerlei Verpflichtung, Englisch zu sprechen oder zu schreiben. Klar ist das die allgemeine Sprache, aber trotzdem versuche ich dann lieber bei Deutsch zu bleiben, aus dem einfachen Grunde, weil mein Englisch ist so gut, dass meine Frau mich von der Seite immer böse anguckt, wenn ich jetzt hier irgendwie Englisch schreibe oder spreche. Da rollen sich immer die Fußnägel hoch, die lackierten. Stimmt nicht so ganz. Ich korrigiere so hin und wieder mal, aber ich habe festgestellt, im Laufe der Zeit ist mein Englisch leider hat auch so ein bisschen gelitten. Huhu, Neo, schön, dass du dabei bist. Und jetzt mal kurz in eigener Sache nochmal zum Kartell. Wenn ihr Lebensgefährtinnen, Frauen, Lebensabschnittspartner, wie auch immer man das Ganze heute nennt, Freundinnen habt, wir suchen noch Mädels. Es sind einfach zu wenig Mädels im Verse unterwegs. Ich veranstalte in loser Form immer eine Ladies Night. Da ist jeder willkommen, ob kartellangehörig oder nicht. Ich werde es auch über den Stream immer bekannt geben. Wir haben jetzt gerade eine gehabt. Die nächste wird in 2-3 Monaten sein. Wie gesagt, ich gebe es bekannt und ich würde mich freuen, wenn ein paar Mädels sich da einfinden würden. Ja, ihr seht, hier wird eine Menge geboten. Hier sind abends ja zwischen 50 und 100 Mitglieder immer online, wovon die meisten ja natürlich entsprechend auch Star Citizen spielen. Ja, Josef, du kannst nur Deutsch schreiben, weil du nur Deutsch kannst. Ja, ist ja wie gesagt auch in Ordnung. Manchmal sind da ja Leute im Ingame-Chat, die dann ja, aber hier Englisch schreiben, tralala. Wie gesagt, da gibt es gar keine Verpflichtung zu. Wenn man das eben nun mal nicht kann, kann man das nicht. Gut, wie gesagt, ich versuche mich auch im Ingame-Chat dann immer nur so lange dort zu bewegen, wie es sein muss. Ansonsten bin ich lieber im Teamspeak unterwegs, weil mit Zweifingersystem in meinem Alter dauert das alles so ein bisschen seine Zeit. Und das sieht schon wieder so ein bisschen komisch aus hier von den Grafiken. Da muss ich mal gucken. Nicht, dass wir hier gleich in irgendeinen durchsichtigen Planeten knallen. Leo, wie darf ich das denn verstehen? Leo, Lady, Hust? Verstehe ich jetzt gerade nicht so richtig. Ja, Smesquitch, ja, Kartell, wir heißen, also unsere Organisation heißt Das Kartell. Du erreichst uns unter das-kartell.org, da kannst du gerne mal reingucken auf unsere Homepage, da gibt es auch deutsche Übersetzungen. Natürlich gibt es viele Organisationen in dem Sinne, mit einigen Organisationen oder vielen Organisationen. Unternehmen wir auch mal was zusammen oder kämpfen mal spaßeshalber gegeneinander. Und das geht da relativ freundschaftlich ab. Aha, es ist so, und da vorne ist schon unser Kontakt. Den werden wir erstmal gleich versuchen kaputt zu machen. Ja, wie gesagt, man kann hier einfach reinkommen, ist eine Organisation wie jede andere. Wir haben uns nicht spezialisiert auf ein Thema. Wir bieten alle Themen an. Wie gesagt, hier sind zwischen 50 und ich habe den oberen Turm nicht. Kannst du noch mitschießen? Gut, wunderbar. Läuft ja wieder. Gut. Gut, genau. Da müssen wir mal gucken, ob wir den Burschen klein kriegen. Gut, haben wir schon. Perfekt. Dann hat sich das schon erledigt. Ja, wie gesagt, Thema Kartell. Es gibt so gesehen nur ein das-kartell.org. Da sind wir schon einzigartig, aber wie gesagt, es gibt noch genug andere große Organisationen. Wir sind zumindest die größte deutschsprachige Orga. Wir haben über weit über 2900 Mitglieder mittlerweile. Ja, wir wachsen immer weiter und das ist auch ganz schön so.
Weil immer interessant, neue Leute mal kennenzulernen, die ins Teamspeak kommen und ja, mit denen man sich mal ein bisschen unterhalten kann, kennenlernen kann und mal auch was entsprechend unternimmt. Neo, wenn du mit ganz hoher Stimme sprichst, kannst du natürlich auch beim Ladies-Abend mit reinkommen. Nein, alles klar, jetzt habe ich es verstanden, ist okay. Ja, so gesehen gibt es nur ein, wie gesagt, das Kartell. Ne? Klar kann sich ja einer eine Orga gründen, die einfach nur Kartell heißt oder sowas. Ne? Also da gibt es genug Möglichkeiten. Manch einer kommt ja auf die Idee, seine eigene Orga zu gründen, aber ja, das wird dann meistens schnell festgestellt, dass das harte, harte Arbeit ist. Denn irgendwo, ja, muss ein Forum vorhanden sein, irgendwo, ja, muss eine Kommunikationsmöglichkeit da sein. Ne? Manch einer versucht das auf Discord zu realisieren, ja, und stellt dann manchmal fest, dass die Qualität dann da auch nicht ganz so gut ist. Wir sind von Anfang an auf Teamspeak. Unsere Organisation, ja, gibt es jetzt über 7 Jahre. Und man sieht auch, wenn man da auf der Homepage ist, beziehungsweise im Teamspeak sich mit den Leuten unterhält, ja, wie weit entwickelt wir da sind. Die Systeme soweit stehen, alle funktioniert sehr gut, alles freundliche Leute hier und man kommt hier schnell, schnell rein. Nach dem Stream werden meine Frau und ich oder ich noch ein Momentchen im Teamspeak sein. Wer da Lust hat, kann mich natürlich auch gerne ansprechen, anstupsen oder ähnliches. Das ist kein Thema, dann stehe ich auch gerne mal Rede und Antwort. So, dann gucken wir noch mal. Ja, jetzt haben wir hier noch eine große Bounty als solches offen. Dann fliegen wir erstmal entsprechend nach PO zurück. Wir werden da erst noch mal eine kleine Landung machen. Und wenn wir da gelandet sind, natürlich entsprechend das Raumschiff wieder flugbereit machen bzw. komplett auftanken. Genau. Einsatzbereitschaft immer herstellen. Genau. Ja. Wie gesagt, Monthly Report stand noch ein paar andere Sachen, was jetzt so Zielmechaniken und Waffennutzung von Türmen betrifft und da gibt es viele, viele Verbesserungen. Radar- und Ping-System hat sich auch einiges geändert und wird angepasst. Das wird auch nochmal, ne? Verbessert, weil ich möchte ganz gerne beim Ping oder beim Scan schon mal wissen, was möchte ich eigentlich scannen. Möchte ich jetzt feindliche Raumschiffe oder Asteroiden oder scannen? Wird ja so oder so dann auch nochmal die Möglichkeit geben, ja, sich irgendwo hinter zu verstecken, sodass man nicht gescannt werden kann. Ja, das sind immer ganz, ganz lustige Ideen, auf die CIG da kommt oder unser Chris Roberts. Und das finde ich auch ganz gut, dass man sich dann zum Beispiel hinter so einem Asteroiden mal verstecken kann und da unentdeckt ist. Das hat mir eh schon immer so ein bisschen gefehlt. Ja, Neo, zum Unpersönlichen, ja, ist immer die Sache der Organisation. Wie gesagt, bei uns ist die Organisation ein bisschen anders. Ich hatte ja eben schon erklärt, welche Bereiche wir so hier im Groben haben. Und in diesem Bereich sind da natürlich nicht hunderte von Leuten, die da rumgeistern und sich da irgendwas erzählen, sondern diese Bereiche sind dann auch in einzelne Staffeln aufgeteilt. Wenn diese Staffeln jeweils voll sind, werden natürlich entsprechend neue Staffeln gegründet. In so einem Bereich sind immer ja bis zu 4 Staffeln aktiv und in diesen Staffeln als solches sind bis höchstens 60 Mitglieder. Das heißt, wenn man es ja etwas familiärer, ruhiger, kleiner haben möchte, ja, ist man in so einer Staffel natürlich gut aufgehoben. Ansonsten ja, haben wir ja auch noch unsere Freelancer hier, die keiner Staffel oder keinem Bereich angehören. Und
Da ist man natürlich dann komplett frei und kann natürlich auch ja mitmachen überall, wo man möchte. Klar kann man das Ganze auch machen, wenn man in einer Staffel ist. Bedeutet das nicht, wenn ich jetzt in einer Subradar-Staffel bin, bedeutet das noch lange nicht, dass ich nicht in den anderen Bereichen mitmachen darf. Auch da darf ich natürlich entsprechend mitmachen und entsprechend unterstützen. Ne, das ist kein Problem. Ja, die Frage von Smash Quitsch kann ich ja mal beantworten. Das Kartell ist rein deutschsprachig. Das ist richtig, ja. Jetzt muss ich aber mal fragen, aber Österreicher, Schweizer wäre Genau, in Ordnung, ja. Solange weil Deutsch deutschsprachig, gesprochen wird, wie genau. gesagt, wir haben alles, Luxemburg, Belgien, ne, solange deutschsprachig, Türkisch ist uns eigentlich egal, solange eben deutschsprachig und ja. Ja, wie gesagt, Smesquitsch, das hat sich so entwickelt im Laufe der Zeit, wie gesagt, 7 Jahre. Ja, genau, Grätze, ne? Ja, so ein bisschen Schweizerdeutsch können wir auch sprechen, so ist das ja nicht, ne? Dadurch, dass meine Frau und ich natürlich immer, ja, jedes Jahr in den Urlaub fahren, in die Schweiz, sie reißt die Arme hoch. Ja, wir hoffen, dass wir dieses Jahr auch in die Schweiz fahren können und da unseren Urlaub verbringen. Schauen wir mal, ne? So, wir werden mal ein bisschen das Raumschiff hier wechseln. Wir machen noch mal nebenbei so eine kleine Delivery hier. Ja, Josef, wie gesagt, das ist hier alles nach Geschmack. Man wird hier nicht in eine Staffel reingezwängt, so nach dem Motto, da musst du jetzt reingehen. Du hast hier genügend Auswahl und dir auszusuchen, mit welchen Leuten du ja gut kannst oder nicht. Und ja, uns verbindet hier eigentlich ein Hobby. Also ich sag mal, meistens klappt das, klar hat man manchmal so Leute, wo man so sagt, naja, ist nicht so ganz mein Fall. Das ist dann nicht so schlimm. Dann kann man sich auch aus dem Weg gehen. Es gibt mehr als genug Teamspeak-Kanäle hier bei uns. Und dann sagen, die Staffel A bietet das, was ich eigentlich möchte. Und die Staffel B aber genauso. Das überschneidet sich ja teilweise. Und da sucht man sich dann eben eine Staffel raus, ja, wo das meistens passt vom Gameplay her. Und eben, wo man sich mit den Leuten entsprechend auch versteht. So, dann nehmen wir mal unsere liebe Cutlass Black. Oh ja, natürlich, ja, jetzt nehmen wir natürlich die schöne Cutlass Black. Jetzt werden alle gleich wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ne? Na, und diese verbuggte F7CM werde ich woanders dann mal claimen. Na, das dauert schon wieder so komisch lange hier. Ah ja, doch, da, Charlie 03. Ja, ansonsten unternehmen wir hier auch gerne mal so größere Sachen. Das heißt, so ein Server wird mal eben vollgemacht mit 50 Mitgliedern. Und wir probieren dann eben auch mal so ein bisschen aus, wie das ist, im Verbund zu agieren, die Raumüberlegenheit sichert. Und ja, einige Teile greifen an. So, hier die schöne Telekom Edition, wie ich es nenne. Na, wir gucken sie uns mal kurz von außen an hier. Ja, mit dem herrlichen lila Ton hier. Ja, man sticht hier sofort ins Auge. Und dann gucken wir mal, dass wir noch so eine kleine Delivery hier nochmal mitnehmen. Ich kann ja mal eine schon mal annehmen hier. Und dann werden wir da mal die nochmal machen. Halt. Einmal verklickt hier. Welche nehmen wir? Welche nehmen wir? Lema, Zellen, Jela. Die nehmen wir doch gleich hier. Und die scheren wir auch gleich. Ich werde hier schon wieder von meiner Frau richtig zurechtgewiesen. Wenn ihr das hier so sehen könntet, was hier gerade abgelaufen ist, so dieser Zeigefinger, der hier gleich so in meine Richtung ging. Ja, ich soll hier auf Share drücken. Das habe ich dann auch getan, ne? Und somit hat sie das Ganze dann auch angenommen. Ja. Genau.
Die Telekom. Ja, das gleiche in dieser Edition habe ich natürlich noch als Hammerhead. Das ist dann auch immer so der Klopfer. Wenn ich hier dann das Ding hole, dann ist natürlich das Geschrei hier im Teamspeak immer groß, ne? Ja, und hier funktioniert das System richtig, Gott sei es gedankt. Smith-Quitch hatte neulich die Weapon-Slots meiner Welt vollgepackt. Beim Neusparen ohne vorherige Zustimmung waren sie leider nicht mehr da. Ja, wie gesagt, das Spiel hier und da hat es leider immer noch so seine Problemchen. Da muss man manchmal mit so ein paar Fehlern rechnen. Manchmal, ja, wird das die Items nicht. In der Datenbank vielleicht nicht richtig entsprechend abgespeichert. Das kann schon mal vorkommen. Und guck mal, Schatz, wer da wach geworden ist. Ich habe dein Mikro schon aufgeschaltet. Guten Morgen, hallo Guten Silvia. Morgen. Hast du schön geschlafen? Schön hei hei gemacht. Ja, fein, fein. Ich sag noch gestern 15 Uhr, Ja, vergiss es nicht. ja. Na, es gibt Abzüge hier in der B-Note, ne, für Ja, das Kind. Ne. der Moderator ist nicht an Bord. Genau. Oh. Ja, ansonsten habe ich im TeamSpeak gerade auch nochmal einen kleinen Hinweis gekriegt. Klar, es gibt auch mal Staffelaktionen, die natürlich intern gehandelt werden, wo natürlich keine Gäste sind, wo man mal was ausprobiert. Aber das ist mehr die Seltenheit. Das lernt ihr dann hier schnell. Ja, so gehört sich das doch. Mit Geschrei, ja. Na, da wird dann schnell gemutet hier, damit ihr das Geschrei nicht hört. Ja, ich habe nochmal auf den Bildschirm ansonsten von meiner Frau zurückgeschaltet. Na, wie gesagt, diese Grafik, ich finde es immer wieder genial. Ja, ist ja Zucchini hat gepetzt. Hast du nicht im Griff, den Bengel, Nein, ne? er ist zur Wahrheit verpflichtet. Ne, er weiß, wer hier das Sagen hat. Ja, siehst du, da wirst du gleich schon von den anderen hier begrüßt. Denk dran, sie hat Moderatorenrechte, ne? Also, ne, die hat dann flinken Finger manchmal. Ja, schön, so um diese Uhrzeit ausgeschlafen haben, genau. Die Eltern haben schon geackert, waren schon fleißig im Garten, ne? Und das Kind quält sich dann nachmittags mal gemütlich aus dem Bett. Na, wunderbar. So, dann wollen wir gleich mal das erste Paket aus diesem Bombenkrater hier abholen, wie das aussieht. Wie gesagt, denkt dran mit dem Mausrad die Geschwindigkeit oder die mögliche Höchstgeschwindigkeit entsprechend zu regulieren. Ansonsten kommt man etwas zu schnell runter und dann wird man zum Bruchpiloten. Aber den gibt es bei uns hier im Kartell schon. Ich schalte mal auf meine Ansicht nochmal um. Ja, meine Frau und ich, wir tippen hier gerade zusammen auf dem Tablet rum hier. Wie gesagt, Außenansicht mal so zum Landen ist dann immer so von Vorteil. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, die wir euch bei Zeit nochmal zeigen, welche ja, Eingabemöglichkeiten oder Steuerungsmöglichkeiten ihr habt. Na, da kommen wir dann zum Beispiel zu Voice Attack oder ja Bedienung auch über ein Tablet, das Spiel zu bedienen. Das haben wir hier alles mal so ein bisschen ausprobiert und schon mal gecheckt, so dass man das auch wiedergeben kann. Bei Touchportal war ich mit dem Programmierer schon aktiv und habe dann entsprechend schon nachgefragt. Aha, da ist es dann aufgeploppt, genau, wunderbar. Wunderbar, das Gebäude war nämlich eben nicht zu sehen. Ne? Ja, die Grafik hängt die letzte Zeit leider etwas nach, warum auch immer.
Aber wie gesagt, da werden wir euch dann nochmal andere Möglichkeiten zeigen. Wie gesagt, ich habe euch auch schon mal kurz gezeigt hier, wie das so mit Track IR so aussieht, zumindest aus der Cockpit-Perspektive, was ich natürlich hier im normalen Stream dann aushabe, weil wenn ich dann irgendwo mal nach rechts gucke, um in den Chat zu verfolgen oder sonst was, ja, würde auch dort mein Alle drei, genau. So, jetzt kann meine Frau mal schleppen. Jetzt könnt ihr ihr beim Ackern mal zugucken. Ne? Und ich werde mich noch so ein bisschen hier mit dem Monthly Report ein bisschen befassen. Ja, VFX wird sich auch noch ein bisschen was ändern. Also Radar-Ping-Effekte für Fahrzeuge und sowas wird noch weiter produziert. Planeteneffekte für Pyro kommen noch so dazwischen. Ja, was haben wir sonst noch? Ja, technische Animationen sind da noch in der Weiterentwicklung, was auch immer das Ganze bedeuten wird. Manchmal ist das ja ein Buch mit sieben Siegeln, was uns da oder was mir CIG da erklärt. Wie gesagt, das UI finde ich dann auch noch mal recht interessant, um dann mal zu sehen. Ja, wie weit man mit seiner Reputation ist. Ja, ansonsten zu den Fahrzeugen wird sich da natürlich auch noch der Staub entsprechend mal vielleicht ein bisschen besser darstellen. Wir haben ja hier unsere Thruster, die man an einigen Raumschiffen entsprechend dann auch verstellen kann. Und da wird ja die Animation, wie der gesamte Staub da aufgewirbelt wird, oder hier dann in dem Fall der Schnee natürlich etwas anders dargestellt. Ja, nee, nee, ich war das alles kein Problem. Ja, Cutlass Black ist ein schönes Raumschiff, ja, Allrounder. Man kann ein bisschen Transport machen. Das war so das erste Schiff, mit dem ich auch so ein bisschen ins Transportgeschäft eingestiegen bin. Ja, die Titan empfehle ich auch immer sehr, sehr gerne. Ja, die ist natürlich um einiges kleiner. Aber wie gesagt, da meine Frau und ich hier dieses Spiel eben zusammen verwenden wollen, ja, haben wir dann eben gesagt, gut, größere Schiffe, wo man dann eben auch mal zu zweit oder mit mehreren drin fliegen kann. Ja, da unsere Tochter ja nun das Spiel auch spielt, ja, sind wir dann übereingekommen, dann eben auch größere Schiffe eben uns zu kaufen. So, dann wollen wir mal gucken. Drop-off, drop-off. Hallo Chili, schön, dass du da bist. Danke für den Follow, wir freuen uns. Wie gesagt, denkt dran, immer wenn ihr irgendwo gelandet seid, entsprechend die Engines auszuschalten. Na, früher war das immer sehr schön, da hat man die Engines dann nicht ausgeschaltet. Ja, und wenn man dann ausgestiegen ist und man hat dann später gen Himmel geguckt, hat man dann mal eben schnell festgestellt, dass die Katastrophe K ist es, um die Triebwerke wieder umzuschalten. Auch ich lerne das noch irgendwann mal. Ich muss hier nochmal die Joystick-Belegung umsetzen. Ja, aber da hat man dann in den Himmel geguckt. Ja, und was ist letztendlich passiert? Das Schiff ist dann dank der Thruster abgehoben und schwebte da oben irgendwo im Vers rum. Das war natürlich dann immer sehr, sehr lustig, dann sein folgengeladenen Schiff hinterher zu winken.
Ja, auch an Chili, einen schönen Gruß und herzlich willkommen hier bei uns im Stream. Schön, dass du uns hier zuschaust. Star Citizen. Ja, ich weiß nicht, ob du Star Citizen Spieler bist. Wir sind begeistert von dem Spiel. Wir haben kein anderes Spiel hier auf unserer Festplatte drauf als Star Citizen bzw. auf unseren Rechnern. Wir sind hier etwas Star Citizen verrückt. Ja, schön, wie man in die Erdatmosphäre eintaucht. Na, seht ihr gerade jetzt hier auf dem Screen von meiner Frau. Wie gesagt, letztens hatten wir... Ach, seit gestern bist du einer von uns. Ja, dann herzlich willkommen hier im Vers. Und ich muss hier mal schnell eben umschalten. So, auch von ja. Mir herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist und schön, dass du mitspielst. Ja, willkommen in der Star Citizen Welt. Unser Raumschiff sackt ständig ab. Noch weiß ich noch nicht genau warum. Jetzt kann es gehen. Ja. Star Citizen ist ein Spiel, ja, welches natürlich noch viele, viele Bugs hat. Lass dich davon nicht entmutigen. Und diese Bugs lassen sich manchmal durch kleine Tricks beheben. Und wie gesagt, wenn du Fragen hast oder mit uns was unternehmen möchtest, Ausrufezeichen TS, dann findest du unsere Teamspeak-Daten. Komm da einfach drauf, man wird hier mit offenen Armen empfangen. Und du kannst gerne was mit uns unternehmen. Danke Neo, danke, danke, danke. Wie gesagt, Gäste sind hier jederzeit willkommen. Wir erklären hier im Stream dann auch immer so ein bisschen was. Na, was heißt ein bisschen? Eben was für Anfänger, leichte Kost. Na, wie steigt man in das Spiel hier ein? Was habe ich zu beachten? Wir haben das im Freefly gemacht, dass wir so ein paar Pakete empfohlen haben, was unserer Meinung nach ja, das Richtige ist. So, ich muss mal kurz in die Außenansicht. Ja, irgendwie reagiert das Schiff ein bisschen komisch hier. Dieser Server ist hier wirklich... Nee, da müssen nämlich jetzt nicht alle Pakete hin. Da muss jetzt ein Paket hin. Das heißt, wir haben jetzt drei Pakete abgeholt. Und wir müssen natürlich zu drei verschiedenen Orten hinfliegen, um die Pakete abzuliefern. Und natürlich achtet bitte darauf, dass ihr das richtige Paket zum richtigen Ort bringt, weil sonst hat das Ganze keinen Sinn und ihr werdet letztendlich nicht bezahlt. Naja gut, weiter wegparken kann ich nicht. Sekunde. Ich versuche da noch mal ein bisschen näher ran. Ja, ja, alles gut. So, ging es noch ein bisschen näher dran. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, welches Paket hier hin muss. Und zwar muss jetzt hier hin das Paket mit der Endnummer 484. So, ich schalte mal auf deinen Bildschirm zurück und dann siehst du genau. Ne, auf das müsst ihr auch achten. Ne, das Paket, was Bettina jetzt aufnimmt, muss dann auch wirklich hier hingebracht werden. Ne, nicht, dass ihr die falschen Pakete da versucht auszuliefern, das wird euch nämlich alles nichts bringen. Ja, weil die Pakete werden euch nicht abgenommen in dem Sinne. Ne? Genau, das ist das Falsche. Das ist Mining Control. Genau, Drop-Off, wie gesagt. Ihr seht das da oben drüber. Ihr habt es eben ganz kurz gesehen. Und auch da, wenn mal gleich Bettina davor steht, kann sie mal einen kleinen Moment dann warten. Und dann mal zeigen, was dort nämlich da oben drüber steht. Und ihr seht es da schon, ne? Diese orangene Laterne, dieser Mast. Der zeigt euch immer an, wo ihr entsprechend hin müsst, um die Delivery-Station als solches auch zu finden.
Und wie gesagt, wenn man jetzt gleich davor steht, oben drüber, gehen wir ruhig noch ein Schrittchen vor. Genau oben drüber seht ihr schon Storage und genau da seid ihr richtig. Am Anfang bin ich da auch in jedes Gebäude reingerannt und habe dann festgestellt, dass ich da verkehrt bin. Und ihr wisst ja, mit so einem Paket kann man nicht laufen, damit kann man nur noch gehen. Ja, Chili, schön, dass du dich da von den Bugs und Lecks nicht stören lässt. Das ist auch wichtig. Man muss da so ein bisschen hartnäckig sein, um das Ganze dann auch auszuhalten. Wie gesagt, manchmal ist es wirklich ein bisschen nervig, wo man dann hier ganz gerne auch mal das Handtuch schmeißen würde. Aber nichtsdestotrotz, man hilft sich dann hier immer gegenseitig bei uns im Teamspeak. Und für diejenigen, die ja eine Unmenge an Geld in das Spiel investiert haben, ja, gibt es hier auch eine kleine Selbsthilfegruppe. Na, da kannst du dir dann einen Stuhl nehmen. Ja, und entsprechend natürlich Kekse. Und dann kann man über seine Sucht sprechen, hier ständig Raumschiffe kaufen zu müssen. Ja, die Mitglieder kennen das hier, die kennen meine Story. Für diejenigen, die sie noch nicht kennen, ja, ich war hier mal im Teamspeak unterwegs, habe dann allen erzählt, ja, einfach ein bisschen mit Hü-Hüpf. Genau, einfach rausspringen. Wie gesagt, denkt dran, Avatar hochspringen. Und habe immer überall erzählt, ja, der nächste Sale, der ist gar kein Problem. Ich brauche kein Schiff kaufen. Naja, gut, okay. Gesagt habe ich's und dann habe ich mir so ein kleines Paket angeguckt, welches gerade so zu verkaufen war. Und ja, dieses Paket hat mal eben ja einen vierstelligen Betrag gekostet. Und den nächsten Tag, ja, durfte ich dann allen erzählen, dass ich mir dann doch ein paar Schiffe gekauft habe. Und ja, das Gelächter war natürlich groß hier im Teamspeak. Der Mann, der sich keine Schiffe mehr kaufen möchte, hat sich dann doch noch welche gekauft. Na, so ist das eben manchmal. Da muss man dann eben so ein bisschen drüber stehen. Ja, die Route, die wir gerade hatten, hat er wieder weggehauen, warum auch immer. Ja, ich habe die Frage gerade gelesen, hier Serverauswahl best, ja oder ne? Da würde ich mir gar keine Gedanken machen. Ich gehe meistens auf EU, ne? Weil ich mir da denke, ja, da werden wir sicherlich von den Ping-Zahlen am besten sein. Best muss nicht immer unbedingt best bedeuten. Und wie gesagt, darum suche ich dann immer EU eigentlich aus. Ja, da sind ein paar Nachrichten gelöscht worden, Chili. Kann sein, dass es vielleicht ein bisschen zu lang war. Ich muss da leider den Bot noch ein bisschen anpassen. Weiß nicht, ob mein Moderator da in der Lage ist, das zu ändern, aber die wird wahrscheinlich gerade Schweißperlen auf der Stirn haben. So, und dann Flug zum Paket Nummer 2. Ja, upsie. Wie gesagt, kann sein, dass es ein bisschen zu lang war oder so. Dann wird das entsprechend hier noch rausgelöscht. Ich muss da nochmal gucken, warum das entsprechend rausgelöscht wird. Da bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren drüber. Aber gut, ab einem gewissen Alter, ja, braucht man ein bisschen länger, um mit der Technik klarzukommen. Ich schalte nochmal auf den Bildschirm meiner Frau, da könnt ihr schön die Außenansicht sehen, wie man dann eben so langsam aber sicher im Landeanflug ist auf so einem Planeten. Na, hier auf dem Mond, da ist die Animation natürlich nicht so groß, als wenn man jetzt nach Lorville oder ähnlichem runterfliegt. Da sieht man natürlich ein bisschen mehr an der Animation. Ja, ich bleibe auch erstmal ganz kurz auf dem Bildschirm meiner Frau.
Dann kann ich nämlich gleich nochmal was anderes zeigen. Wenn wir nämlich zum Landeanflug ansetzen wollen und ihr wollt ein bisschen da hin und her hovern. Dann könnt ihr auch die Taste K benutzen. So, ihr seht es jetzt. Und jetzt seht ihr, wie sich die Triebwerke, die VTOL-Triebwerke, absetzen. Und ja, wenn ich dann Vorwärtsschub gebe, ich schalte jetzt mal auf meinen Bildschirm, ja, seht ihr, dass ich gar nicht mehr so schnell vorwärts fliegen kann, gar nicht mehr die Höchstgeschwindigkeit erreiche, weil wir eben jetzt in diesem VTOL-Modus sind. Na, damit kann man natürlich entsprechend besser landen, wenn man das so möchte. Oder eben auch schneller starten, wenn man einen Notstart hinlegen möchte, weil die bösen Buben einen gerade mal wieder überfallen wollen oder das Schiff zerbomben wollen. Hat man eben die Möglichkeit, mit den VTOLs schnell mal aufzusteigen, um aus der Atmosphäre rauszukommen. Und wenn man aus der Atmosphäre raus ist, kann man dann nämlich entsprechend seine Route setzen. So, hast du das richtige Paket? Sehr schön, perfekt. Ja, so mag ich das. Schön hier im warmen Sitz sitzen bleiben, Sitzheizung anzumachen. Genau, und die Chefin rennt durch die Gegend und verteilt hier die Weihnachtspakete. Ja. Und wenn wir die gleich verteilt haben, ja, werdet ihr sehen, dass das Geld natürlich entsprechend geteilt wird. Und auch genauso, ja, wird das hier bei Operationen gemacht. Ja, genau. Da in dieses Fach rein, genau, Place. Ich glaube, das könnte gerade nicht funktioniert haben. Ja, da hinten ist das Paket irgendwo durchgeglitscht, wunderbar. Aber ich glaube, das wird man jetzt nicht mehr aufnehmen können mit der F-Taste. Wir können es ja gerne mal probieren. Ja, das war's. Das Paket ist lost. Das ist leider einmal durchgeglitscht. Naja, gut. Ja, Jörg, der Bordcomputer. Ja, ja, genau. Der böse Jörg. Wenn der wieder im Vers unterwegs ist. So, ja, mit der Bezahlung wird es natürlich dann nichts, weil das Paket leider durchgeglitscht ist. Aber nichtsdestotrotz, wir gucken jetzt mal, dass wir hier noch den letzten Punkt anfliegen. Gucken, wo der noch sein wird. Heben wir es mal einmal ab. Und gucke ich mal, wo der letzte Drop-Off ist. Nein, 487 Kilometern. Also steigen wir erstmal einmal kurz steil bergauf. Ja, Minions sind gefährlich. Die lassen überall ihre Bananenschale liegen. Banana. Ja, Minio, das nächste Mal, wenn ich die Webcam anhabe, dann zeigen wir dir mal unsere schöne Minions-Tasse, die wir extra wegen dir angeschafft haben. Nur wegen dir. Warum wird meine Nase plötzlich länger? Ich habe doch gar nicht gelogen. Ja.
auch wenn hinter dem Planeten so gesehen der Drop-Off ist oder da, wo ihr hinfliegen wollt, ne, funktioniert meistens der Rundumflug. Ab und zu kann es natürlich mal passieren, dass man in den Planeten reinkracht. Das ist natürlich etwas ärgerlich, aber naja, gut, wie gesagt, Alpha-Phase, lasst euch nicht abschrecken. Das Schöne ist, auch hier unsere Versicherung, die wir hier haben, LTI und sonst was, zählt alles noch nicht. Wir können hier unsere Schiffe spawnen. Klar, kostet es jetzt wieder, oder neu claimen. Klar, jetzt kostet es ein bisschen mehr, es dauert ein bisschen länger. Das hat natürlich die Community auch ein bisschen verärgert. Aber, naja, gut, so ist es halt. Aber man hat ja meistens genug Raumschiffe zur Auswahl. Und wenn nicht, wie gesagt, einfach jemanden fragen und dann kann man auch eben mal ein anderes Raumschiff spawnen oder mit den Leuten was unternehmen. Wie gesagt, das Thema Merchantman hatte ich vorhin, wie gesagt, nein, nein, da ist nichts in der Pipeline, ich weiß von nichts und hier werden auch entsprechend keine Leaks bekannt gegeben, wenn ich irgendwas wüsste. Ich weiß grundsätzlich nichts, weil ich möchte eigentlich auch nichts wissen. Da, genau, wir wollen die Spannung ein bisschen erhalten, was Neues kommt, auch PTU testen wir nicht so oft, da sind wir nur ab und zu mal drin und wollen da lieber warten, bis es dann im PU ist. Ab und zu, ja, bin ich dann doch schon mal beim PTU dabei. Wir werden es jetzt vielleicht zukünftig öfters mal machen und werden trotzdem dann auch im PTU unterwegs sein, auch wenn wir es nicht sonst so gemacht haben, aus dem einfachen Grund, weil wir natürlich auch im Stream ein bisschen was zeigen wollen, ja, was sich entsprechend ändert oder geändert hat. Ja, für diejenigen, ich habe hier gerade auf meinem Bildschirm, ihr seht hier einen schönen Scheinwerfer, die neu dabei sind, die Taste L, wie Light oder Lampe, ne, könnt ihr hier entsprechend dann auch eine Beleuchtung einschalten, weil ihr seht es ja hier, ne, dunkel wie im Bären, Punkt, 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 ne, und so kann man sich natürlich dann auch mal ein bisschen Licht besorgen, um dann besser landen zu können. Ja, hier erhoffe ich mir ja auch mal, dass wir dann hier noch eine etwas andere Funktion haben, wo uns angezeigt wird, ja, wie weit es noch nach unten bis zum Landepunkt ist. Denn wir sehen hier rechts unsere Anzeige, die jetzt gerade auf 450 ist. Na, das sollen 450 Meter darstellen. Und wenn wir gleich gelandet sind, werden wir feststellen, es sind keine 450 Meter, das ist was anders an dieser Anzeige. So, und wir sind gelandet. Ja, Josef, wenn ich den Grund für ein Timeout wüsste, würde ich ihn dir gerne sagen. Manchmal, ja, muss ich hier nochmal mit meinem Bot irgendwie hart ins Gericht gehen und ihm nochmal sagen, ja, was er zu tun und zu lassen hat. Hier werden leider einige Sachen in den Timeout gepackt. Genau, der automatische Mod macht das in dem Sinne. Also, da ist meine Tochter nicht dran schuld. Na, wie gesagt, warum das so ist, weiß ich noch nicht. Da muss ich mal gucken, wie gesagt, warum der das immer alles entsprechend so rauslöscht. Gucke gerade, aber im Moment kann ich jetzt hier noch nichts entdecken. Großbuchstabenschutz habe ich drin. Linkschutz, ja, vielleicht hast du auch irgendwie einen Link mal reingesetzt. Ja, das letzte Paket, ja, ist abgeliefert und ja, eine Bezahlung erfolgte natürlich nicht. Wie gesagt, weil das eine Paket leider reingepackt ist und somit bleibt natürlich so ein akzeptierter Auftrag noch offen und ihr seht hier, ne,
Flanagan's Age Shelter sollen wir eigentlich was abliefern. Dann könnt ihr diesen Auftrag einfach mit abandon, also ne, wieder ablehnen. Wieder rausnehmen aus eurer Historie und gut ist gewesen. Ja, Landeradar, genau, da hatten wir schon mal was gesehen. Oh ja, hier, das können wir uns noch mal angucken. Ne? Meine Frau guckt sich hier gerade schön diese Häuschen an, hier, diese Gewächshäuschen. Es nimmt immer mehr Form an. Ja, mit dem Landeradar hatten wir ja schon mal gesehen, ne, dass da was kommen sollte. Da gab es ja schon mal im Video so eine Kleinigkeit zu sehen. Und wir haben ja jetzt auch gesehen, beim Ship-to-Ship-Docking wird das dann auch nochmal entsprechend da so ein bisschen mit angepasst, die gesamte UI. Das haben wir ja gesehen in dem kleinen Schiffchen, wenn man da unterdockt, wie schön das Ganze eben aussah und wie gut das eben auch funktionieren kann. Und ich hoffe, das funktioniert dann auch so. Ja, Erdbärchen, nein, keine Erdbärchen. Ja, waren da welche? Tatsächlich, Erdbärchen. Lecker, lecker. Ja. Ja, und ihr seht, ne, 13 Minuten könnte sie jetzt da draußen noch überleben. Ne? Denkt dran, verschiedene Anzüge. Ne? Also das wird nachher noch richtig. Da muss nachher noch eine Inventarliste führen. Ja, was man alles entsprechend benötigt für welchen Planeten. Ne? Aber um mal kurz dort was zu erledigen, ja, reicht es normalerweise voll und ganz mit dem Standard. Sweet hier unterwegs zu sein. Ja, und ihr seht es bei mir da oben wieder eingeblendet. Ne? Wir hatten ja auch eben Diebstahl von Schiffen sind möglich, hat Josef gerade geschrieben. Ja, genau, das wird später dann ja auch kommen, ne? Dass die dann auch entsprechend verschrottet werden können. Und ja, ihr habt jetzt hier gerade gesehen, ne? Wenn sich da jemand mal wirklich in das Raumschiff reinschleichen sollte, kriegt ihr das hier natürlich als Pilot mit. Und darum ist es immer schön, hier einfach zu zweit mal zu fliegen, weil dann kann man gleich sehen, wann sich so ein böser Bube mal in das Schiff reingeschmuggelt hat. Wenn man die Klappe auflässt. Das sollte man so oder so grundsätzlich nicht machen. Wie gesagt, landen, die Triebwerke ausschalten. Und wenn man das getan hat, dann eben, wenn man rausgegangen ist, das Schiff natürlich entsprechend wieder schließen. So, wunderbar. Und dann gucken wir mal. Dass wir da wieder zurückfliegen. Nach dem oder zum schönen Microtech. Meines Erachtens auch sehr, sehr gelungen. Ja, genau, Heckklappe aufschießen oder auch entsprechend aufschneiden. Da wird es nachher auch entsprechende Tools geben. Oder Hacking soll ja auch noch kommen. Das wird auch nochmal, ja, lustig. Für die Schiffsbesitzer. Da wird nämlich dann mal schnell so ein Schiff gestohlen. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass da Crimestead-mäßig natürlich dann entsprechend was passiert und was dran ändert. Müssen wir mal gucken. Mit dem Aufschießen, wie gesagt, das haben wir ja auch alle schon gemacht. Und
mal wieder gucken, wenn so oder so die Polizei mal wieder ein bisschen mehr unterwegs ist. Na, das hatten wir früher auch. Dass man dann ab und zu dann doch mal aus so einem Quantendrive dann entsprechend rausgeholt wurde und gescannt wurde, ob man ja verbotene Ware oder Dinge bei sich hat. Am Anfang war es wirklich schön. Ja, man ist losgeflogen mit so einem Schiff und hat dann in Ruhe Wäsche aufgehängt oder ist beigegangen und hat andere Sachen im Haushalt erledigt, ja, bis man aus dem Quantendrive plötzlich rausgeholt wurde und kontrolliert wurde. Und wenn man dann nicht schnell genug gehalten hat, das heißt mit Tempo in den Quantendrive reingegangen ist, ja, dann hat man natürlich auch gleich ein Crime Stat bekommen. Das war dann natürlich auch immer sehr, sehr lustig, aber ja, gut. Hallo Derby, danke für den Follow, das wären ja immer mehr. Wir freuen uns riesig, dass du dabei bist. Ja, auch von mir herzlich willkommen hier bei uns, sehr schön. Ja, wir hätten niemals mit gerechnet, dass wir so schnell hier vorankommen und unser Stream hier doch so begehrt ist und immer wieder angeschaut wird. Für diejenigen, wie gesagt, die neu jetzt hier sind, ja, nur kurze Erklärung, ja, Bettina und ich, ja, sind schon Ü50, kommen aus dem schönen Niedersachsen und sind begeisterter Star Citizen Spieler. Wir erklären hier auch immer was für Anfänger. Wir haben hier keinen Donation Button und wir möchten eigentlich oder sagen euch auch, ihr müsst hier kein Abo abschließen, weil wir wollen hier kein Geld verdienen. Wir haben auch dieses Affiliate Programm von Twitch nicht angenommen. Und haben gesagt, wir verdienen unser Geld dadurch, dass wir beide berufstätig sind. Ja, sind wir da auf irgendwelche Nebeneinkünfte in dem Sinne nicht angewiesen. Da nur ein kleiner Hinweis für diejenigen, die ihn nicht kennen. Unser PsychShot, ein sehr guter Streamer unseres Erachtens, also auch unser Vorbild. Ja, wenn wir diesen Level mal erreicht haben, ja, ich glaube, da sind wir dann schon uralt. Ja, da könnt ihr gerne dann auch mal ein Follow dalassen und wer gerne ein Abo auch dann dalassen möchte oder eine Donation, ja, würden wir uns freuen, wenn ihr das natürlich dort macht. Wie gesagt, wir machen das hier just for fun, um ja noch ein gemeinsames Hobby zu haben. Und wenn ihr Fragen habt oder sonst was, ja, dann einfach nur raus damit. Ne? Wir versuchen alles so weit wie nur möglich zu beantworten. Wir haben auch noch einen YouTube-Kanal, da werden die VODs einfach ja 1:1 hochgeladen. Das heißt, wenn da irgendwas war oder ihr sagt, Mensch, ich fange damit an und möchte mir da nochmal die ersten Serien von Space Bear und Space Dirk angucken, ja, dann kein Problem. Dann könnt ihr das gerne tun. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne als Freund im Spiel adden. Ne? Unsere Handles, wie gesagt, Space Bear und Space Dirk. Ja, wie gesagt, die kleine Space-Familie. Ja, Josef, freut mich natürlich, dass es die hier. Ja, genau, PsychShot-Kanal. Kannst ja mal probieren, mal sehen, ob es funktioniert. Ansonsten kann ich das hier gleich auch nochmal probieren, ihn da rein zu posten. Bitte, bitte tu das. Ne? Weil, wie gesagt, sein Handle ist da ja schon drin. PsychShot braucht er ja eigentlich auch nur mal gucken. Hier in Twitch. Ansonsten werde ich da auch noch mal einen kurzen oder einen Kurzbefehl für reinhauen. Er streamt heute nicht, sonst hätte ich euch da nachher gerne mal. Na. So, bitteschön, da ist der entsprechende Link zu seinem Kanal. Er streamt auch viele, viele Stunden. Wir versuchen uns immer hier so eine Stunde, zwei Stunden. Klar kann es auch mal länger bleiben oder werden. Wir bleiben dann auch mal länger hier. Und wenn es gerade lustig ist und gerade auch läuft im Spiel, machen wir natürlich auch weitere Erklärungen. Oder wenn wir hier irgendwas mit unseren Katalanern unternehmen. Wie gesagt, wir machen auch gerne mal so eine Talkrunde, wo man sich mal ein bisschen, ja,
unterhalten kann über die Entwicklung von Star Citizen oder ja, was man macht oder die Leute sich dann einfach auch mal vorstellen. Wie gesagt, letztens hat man das gemacht bei Berillit mit der Staffel und das werden wir hier immer weiter ausbauen. Schaut einfach mal vorbei, macht mit, völlig ungezwungen und wenn es nicht gefällt, ja, da wo man reingegangen ist, kann man auch gerne wieder rausgehen, ne? Also alles gar kein Problem, da ist keiner böse und schreit nachher irgendwo hinterher, hier du musst zurückkommen oder ne, sonst was, das ist kein Problem. Ja, ansonsten berichten wir immer wieder, ja, was es so Neues gibt. Eingangs hatten wir ja das schöne Video gezeigt, wie gesagt, mit den Höhlen, also da mit Raumschiffen reinzufliegen. Ja, das wird ein Highlight. Ich glaube, das wird auch das Erste, was ich ausprobieren werde. Gut, da wo aus der ersten Höhle der Feuerball kommt, das war dann meine Wenigkeit, ne, der dann da wie so ein Silvesterknaller drin explodiert. Ne, also das wird noch ein bisschen schwierig, da noch mit umzugehen. Ja, da werde ich so oder so noch mal so ein bisschen mit üben müssen hier, weil die Joysticks, da muss ich noch ein bisschen Feintuning machen. Meine Frau hat sich gerade verschluckt. Sekunde mal, ich muss hier mal kurz auf. Ne? Ne? Hier, halte durch bis zum Ende des Streams. Ne? Die Jungs zählen hier auf dich. Ne? Mädel, mach hier keinen Mist. Ne? Ja, das war einmal die falsche Röhre. Genau. Dankeschön. Danke, danke. Alles wieder sitzt, ist alles wieder da, wo es hingehört. Vielen, vielen Dank. Ja, ab und zu mal zwischendurch einen Schluck trinken. Gut, ich habe jetzt in der Zeit noch nichts getrunken. Ich werde jetzt auch mal einen Schluck trinken. Bis gleich. So, das tat gut. Nein, kein Schmolzi, kein Schmolzi. Ja, nur eine Brause. Schön mit Kohlensäure. Also wenn ich mich plötzlich mal mitten im Satz hier mute, wundert euch nicht. Ne? Dann möchte ich Kohlensäure wieder entsprechend raus. So, jetzt sind wir beim schönen Microtech. Da wollen wir doch mal gucken. Ja, mit Doppelklick soll das Ganze normalerweise. Was haben wir denn da? Oh Gott. Was zeigt er mir denn hier alles an? Das will ich gar nicht. Diese Navigation. Lieber Chris Roberts, kümmere dich bitte mal einmal um die Navigation. Das wäre sehr schön. Ich würde mich darüber sehr freuen. Schließe dich auch in mein Nachtgebet ein. Da ist doch Port Dressler. Da wollte ich doch erstmal hin. So, genau. Ja, Wirbel habe ich jetzt schon etwas länger. Ich hatte leider nur einmal zwischendurch Pech gehabt. Mein Stick hatte leider eine kleine Macke. Ja, und der hat dann immer den einen Button immer getriggert. Und dann musste ich das Ganze ja leider zurückschicken. Also zuerst hat Wirbel es versucht, das Ganze zu reparieren, welches leider nicht gelang. Und ja, letztendlich blieb dann leider nur wieder das Einschicken, beziehungsweise ja, die haben es natürlich kostenlos abgeholt. Transport nach Litauen dauert natürlich immer so ein bisschen und natürlich Retourtransport mit Reparatur. Also die werden nicht weggeschmissen, ne, bei der Qualität und dem Preis. Gut, ist klar, dass sie das nicht wegschmeißen. Und daher werde ich dann hier nochmal ja von neuem beginnen. Ich bin dann wieder zurück auf die TM16000. Unsere Tochter stand dann eben mal kurzfristig ohne Stick da. Aber die spielt nicht ganz so oft. Und von so aus gesehen, ja, war das dann kein Problem.
Ja, wie gesagt, diese Sticks oder einen Schubregler haben wir uns letztes Jahr zusammengespart. Demnächst kommt die gleiche Variante nochmal, abgesehen vom Struttle. Da ist es schon die Version 3, die dann kommt. Der Schubregler, der ist ja weiterentwickelt worden von Wirpel. Wir werden da auch nochmal so ein kleines Video zu machen. Oder wie gesagt, Video, ja. Unboxing, wie man das ja so schön sagt. Werden wir euch dann mal zeigen, ja, wie das Ganze verpackt ist, was da so alles drin ist. Ja, worauf es auch so ein bisschen ankommt, wenn man diese Sticks anschließt. Und dass man nämlich zum Beispiel, kleiner Tipp schon mal vorab, nicht beide Sticks auf einmal anschließt und dann die neue Firmware draufhaut, sondern dass man das eben, ja, Stick für Stick macht. Also dann immer nur einen dran hat, weil sonst könnte es mal sein, dass die Dinger mal kurz gebrickt sind. Ne? Muss nicht passieren, kann passieren. Und von so aus gesehen, ja, werden wir das natürlich auch entsprechend so weiter empfehlen. Genau. Ja, ansonsten konfigurieren, gerne Neo, ja, das Konfigurieren der Sticks, ja, kann ich euch schon mal sagen, viel Spaß. Also am ersten Moment habe ich gedacht, ach du meine Güte, was hast du dir da angeschafft? Da kommst du niemals klar. Ja, im Endeffekt ist es gar nicht mal so schlimm. Wie gesagt, man hat die Software, die ja wirklich sehr gut ist, wo man sehr viel konfigurieren kann, wo man die Button entsprechend, ja, festlegen kann, was macht dieser Button an, aus oder ist es ein Wechselschalter oder was auch immer. Mit einigen Sachen bin ich noch nicht ganz schlau geworden. Ne? Ja, ansonsten das Einstellen der Sticks und sowas, ja, das werden wir alles dann am Rechner meiner Frau mal zeigen, wie das Ganze vorangeht. Ich hoffe, ja, dass meine, oder wie gesagt, die Sticks von meiner Frau jetzt unterwegs sind, weil da gab es leider noch ein kleines Problem mit der Visa-Card. Da schlagen manchmal die Firmen Alarm, wenn plötzlich aus Litauen oder Weißrussland Geld abgebucht wird. Ja, das sind so Sicherungsmaßnahmen eben, die dann da stattfinden. Und dann wird auf einmal das Geld dort nicht abgebucht. Ja, und die sind aber schon so gut im Geschäft, die wissen genau, wie es geht. Und haben uns natürlich entsprechend informiert, dass es nicht möglich war, dort das Geld abzubuchen. Ja, so konnte ich das nochmal korrigieren und hoffe, dass die Dinger dann nächste Woche dann unterwegs sind und bald hier sind. Wie gesagt, teurer Spaß das Ganze, aber ja, wenn man einmal Wirpel gehabt hat, ich glaube nicht, dass da irgendwer dabei ist, der dann sagt, nee, Wirpel, danke, das war's, keine gute Qualität oder ja, nicht zufriedenstellend von der Benutzung. Und ja, es gibt wirklich mehr als genug Einstellungsmöglichkeiten. Aber wie gesagt, das werden wir nochmal zeigen. Dann werden wir nochmal Touchportal zeigen, was Touchportal kann und macht. Auf Touchportal bin ich ja durch Zufall gekommen. Dadurch, ja, dass ich hier die Szenen auch mal ein bisschen wechseln wollte und hier nicht mit der Maus immer auf dem anderen Bildschirm rumfuchteln wollte. Ja, so habe ich mir dann mal Touchportal angeschafft und habe dann festgestellt, oh, mit Touchportal kann man ja wesentlich mehr machen. Habe dann selber angefangen, das Ganze mal für Star Citizen fertig zu machen. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass da auch jemand schon was Wunderbares fertig gemacht hat, richtig schön mit Icons. Und benutze das dann, also der hat das grafisch sehr schön dargestellt. Wie gesagt, für diejenigen, die das noch nicht kennen, es gibt auch erstmal eine Demo-Version. Da könnt ihr gerne probieren. Touchportal heißt das Ganze. Ja, und wenn man dann am Stream ist, wie gesagt, OBS gibt es Plugins und sowas. Ich habe noch ein paar andere Plugins. Ein Plugin, was wir hier entsprechend ja für unsere Organisation benutzen. Wir arbeiten hier nicht mit den üblichen Whisper-Listen, sondern wir arbeiten hier mit Frequenzen. Da gibt es ein Programm hier für unsere Mitglieder. Und da braucht man dann hier nicht mehr groß mit Whisper-Listen arbeiten, sondern setzt sich einfach auf die entsprechende Funkfrequenz und ist dann im richtigen Funkkreis. Und auch dafür, ja, benutze ich Touchportal und auch ansonsten alles das, was mit Hotkeys irgendwie belegt werden kann am PC, an Programmen. Kann auch hier entsprechend mit Touchportal bedient werden. Ja, ich sehe,
Ne, wir müssen gleich mal einen Schluck trinken und einen Happen essen. Das passt sich gut, dass hier gleich der Hotdog-Stand ist. Dann werden wir euch das nämlich nochmal zeigen. Wie gesagt, Star Citizen ABC, ne? Sind wir ja Essen, Trinken, Equipment Manager. Wie gesagt, Equipment Manager. Ne, wenn ihr über F1 reingeht, habt ihr hier den Equipment Manager. Denn auch zum Essen und Trinken, was muss man machen? Den Helm absetzen, weil sonst wird das nämlich nichts. Also geht man auf die Armor. Hier könnt ihr alles das, was ihr im Laufe der Zeit gekauft habt, in Star Citizen ja equippen oder anequippen. Wie gesagt, einfach nur auf das entsprechende Item gehen und dann unequip zum Beispiel. Ihr seht es hier schon in der Vorschau, der Helm ist abgesetzt und dann müsst ihr das Ganze natürlich mit Save Changes und Equip machen. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr auch hier essen und trinken. Genau, Bettina zeigt das hier gerade, genau, ne, schön mit Eat. Manchmal kann es sein, wenn ihr da was gekauft habt, dass ihr nochmal einen Schritt zurück machen müsst, weil das so ein bisschen überblendet ist als solches. Ne, mein Avatar hat ein wenig Durst gehabt, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Also machen wir mal ein Quick Buy. Ja, und wie gesagt, ich gehe immer nochmal einen Schritt zurück, drücke dann die F-Taste und sage dann Drink. So, wenn man jetzt nichts macht, dann trinkt er kurz und das war's. Wer es natürlich eilig hat und so gesehen alles austrinken möchte, macht einmal Drink und dann linke Maustaste gedrückt halten, einfach einmal nach oben und der komplette Becher wird dann leer gehauen. Jetzt kann man natürlich beigehen und sagen, diesen Becher möchten wir dann natürlich entsprechend platzieren und zwar dort drin. Zack. Und ja, die Entsorgung ging leider schief, aber es ist despawned. Hallo Mulle, schön, dass du da bist. Ja, alles prima hier, super. Vielen, vielen Dank. Ja, hi Mulle, 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 Mulle. Ja, gesund und munter. Naja, wie gesagt, so ein bisschen irgendwie hat es uns wohl doch so ein bisschen erwischt und... Ja, müssen wir mal gucken, wie gesagt, was sich da jetzt so entwickelt. Aber mehr als eine kleine Erkältung wird es nicht sein. Wir haben schon ordentlich Tee getrunken heute und ja, nachher werde ich dann auch noch entsprechend trinken. Bier, ja, also Medizin, also ne, nur die gesunden Sachen. Ja, Helme aufsetzen, absetzen, genau, Rubber Duck schreibt es da gerade, kann man natürlich auch über einen Shortcut machen, das ist vollkommen klar. Ne? Wie gesagt, wir wollten das mal entsprechend hier über den Equipment Manager erstmal zeigen. Wie gesagt, mit den gesamten Toggle Helm, Shortcuts und so werden wir das entsprechend nochmal zeigen, in Ruhe, wie das Ganze so funktioniert. Wie man sich das zurechtlegen kann, dann legt man sich da nämlich H für Helm und dann entsprechend... Wenn man die Taste einmal drückt, setzt da dann eben automatisch den Helm auf. Ja, ich habe jetzt einmal die Taste H gedrückt, das heißt, bei mir hat er jetzt entsprechend einmal den Helm aufgesetzt, weil ich das entsprechend auch schon so gesetzt habe. He und Pips, ja. Wie gesagt, denkt dran, dass ihr immer genug zu essen und zu trinken ansonsten dabei habt. Wie gesagt, wie das alles funktioniert, werden wir euch im Laufe unserer Serie hier noch zeigen. Wie gesagt, mit I ruft ihr das persönliche Inventar hier in dem Sinne auf. Und ihr seht ja, zu trinken und zu essen habe ich immer so ein bisschen was dabei. So, dass hier nichts schief gehen kann, wenn man mal irgendwo unterwegs ist. Oder ja, hier irgendwo am Kämpfen ist. Hat man nicht immer die Zeit, an irgendeine Station zu fliegen und entsprechend... sich was zu trinken und zu essen zu holen. Ja, wie gesagt, wir gucken uns bei Zeit natürlich auch noch die ganze Ausrüstung an, was man alles machen kann. Ja, hier steht mal wieder so ein NPC nutzlos rum. Mal gucken, wann das mal richtig hier entsprechend ins Spiel findet. Wir lassen uns überraschen. Ja. Ja, und Medipins, ja, ja, die braucht man immer ganz wichtig und wenn man sie eben entsprechend benutzt hat,
wie gesagt, immer wieder in den Equipment Manager reingehen, wenn man sich genügend gekauft hat, dann natürlich diese dann auch entsprechend nachzuequippen. Ne? Denn sonst wird es so sein wie hier. Ne? Ich habe zwar 14 Stück verfügbar. Ja, manchmal brauche ich ein paar mehr, warum auch immer, keine Ahnung. Ja, und dann drückt man dann eben nochmal einmal für den Medipen und dann sind sie leer und man kann keinen weiteren mehr benutzen. Und hier kann ich keinen mehr nachrüsten. Warum auch immer. Aha, doch, jetzt geht's. So, jetzt hat er einen Oxypen, naja, sowas braucht man nicht allzu oft. Ja. Ihr seht, kleine Bewaffnung bei mir ist auch schon vorhanden. Wir machen auch demnächst nochmal eine Mission im Bunker, werden uns da noch mal ein bisschen umgucken, wie man kostengünstig sozusagen an Waffen kommt. Das werden wir dann auch noch mal ausprobieren. Ja, wie gesagt, nächstes Mal werden wir wieder streamen am Dienstag um 20.30 Uhr. Ich trage das noch entsprechend im Kalender ein. Eher geht es leider nicht, weil ja, ich vorher noch in der Orga leider ein bisschen beschäftigt bin, noch ein bisschen Ausbildung machen für diejenigen, die ins Mining, nee, in den Handel einsteigen. Ja, werde ich dann so ein bisschen was erklären, wie das Ganze eben vonstatten geht und funktioniert und auf was man alles so zu achten hat, die ganzen Feinheiten. Ja, für diejenigen, wie gesagt, die mal im Teamspeak sind, sehen natürlich dann auch unsere Akademie. Da ist auch stetige Ausbildung für diejenigen, die Interesse haben. Man kann sich da zu verschiedenen Modulen anmelden und daran teilnehmen. Und natürlich auch entsprechend lernen, wie man mit dem gesamten System ja umgeht als solches. Ne, macht euch da keine Sorgen. Ne, das lernt man hier alles nicht an einem Tag. Das ist nun mal alles ein bisschen mehr hier, was man hier lernen muss, wie gesagt, mit dem Avatar sich zu bewegen, mit dem Schiff umzugehen. Das lernt man alles nicht an einem Tag, aber das ist ja das Schöne, somit wird das Spiel nicht gleich langweilig und man hat genug Möglichkeiten, hier noch irgendwas dazu zu lernen. Ab und zu ändert sich was, auch dann werden natürlich hier entsprechend in der Akademie die Module angepasst. Und wenn die angepasst sind, ja, wird natürlich dann immer der aktuelle Stand logischerweise geschult. So, dass man hier immer aktuell auf dem jeweiligen Patch lernt, was los ist und was nicht. Ja, wie gesagt, mit dem Bot hier werde ich mich nochmal ein bisschen ernsthafter unterhalten. Ja, Mulle will heute noch ein paar Missionen machen hier. Das hört sich gut an. Wir werden den Stream jetzt hier so langsam beenden. Ihr merkt's. Die Stimme lässt so langsam nach. Ja, trotzdem die Frage, ja, werden wir noch beantworten? Ne, meine Frau und ich. Bettina, was machen wir? Oh, Feed. Ne? Oh, Feed, genau. Genau. Ne? Also money, mein Steckenpferd ist Minern. Ich finde Minern ganz toll. Ja. Sei es die Mole, sei es die Prospektor, sei es der Rock. Wobei der Rock immer noch so ein bisschen verbuggt ist, haben wir festgestellt. Also mein Favorite ist ja tatsächlich die Mole. Das macht Spaß, gemütlich so dahin schaukeln mit 4 Mann, einem Piloten, 3 in den Gondeln und dann so ein bisschen vor sich hin Minern. Das macht immer unheimlich Fun. Also uns macht das sehr viel Spaß. Ja. Also, wie gesagt, diese Mole ist ideal. Das ist eine schöne Sache. Rein ins Teamspeak, ne? Eigenen Kanal hier gemacht, wenn man möchte. Ansonsten, es gibt immer genug Kanäle, wo man sich dann auch nochmal reinsetzen kann. Und ja,
dann entsprechend seine Ruhe mit denjenigen hat, die in der Mole sitzen. Ja, Josef, dir natürlich auch einen schönen Tag, allen einen guten Tag, schönes Wochenende weiterhin, bleibt alle schön gesund, ne, in den Zeiten von Corona, das ist immer wichtig. Denkt dran, Social Distancing, sehr, sehr wichtig, ne? Ihr seht es hier schon, meine Frau und ich stehen weit voneinander entfernt, auch hier halten wir das ein. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns schon wieder auf den nächsten Stream am Dienstag, wo wir dann mal spät abends unterwegs sind und hier mal ein bisschen was im Vers unternehmen. Müssen wir mal gucken, wie lange wir da machen, aber ich denke mal so anderthalb Stunden wird es wohl vielleicht werden. Wir werden uns was Schönes ausdenken, wenn wir das gemacht haben. Ja, dann machen wir dann schon wieder den nächsten Plan, wann wir dann wieder streamen. Wir müssen das immer mit unserem Schichtdienst so ein bisschen vereinbaren. Das ja, hindert uns manchmal eben dran, hier die gleichen Zeiten zu nehmen. Und ja, von so aus gesehen immer wieder bitte darauf achten, wie der Zeitplan ist, oder sprecht uns eben an. Ja, damit möchte ich das hier auch langsam abschließen. Wünsche, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Wer Lust hat, kann gerne ins Teamspeak kommen. Ich bin dort jetzt noch erreichbar. Meine Frau vielleicht auch. Mal sehen, wie die Stimme mitmacht. Genau. Na, und dann hören wir und sehen wir uns das nächste Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Und damit übergebe ich nochmal das Wort an meine Frau. Genau, auch wenn ich heute so ein bisschen ruhiger war, hat mir unheimlich Spaß gemacht mit euch. Seid ein tolles Team-Chat, ihr seid spitze. Hat mir echt Spaß gemacht. Wir hören und sehen uns Dienstag und mein letzter Appell nochmal, holt die Mädels ran. Auf jeden Fall, es gibt zu wenig Mädels im Worst. Also überredet euren Hintergrund, dass die mit reinkommen. Hier beißt keiner, sind alle nett, es werden Fragen beantwortet. Ich würde mich freuen, wenn mehr Damen, mehr Ladies dabei wären. In diesem Sinne, schönes Wochenende, bis Dienstag.